hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Filmkritik hier auf diesem Kanal bzw. zu einem weiteren Mediabook Review. Und heute haben wir vorliegen XX Unbekannt aus dem Jahr 1956 von Leslie Norman. Und das hier ist ein früher Hammerfilm, ein Science-Fiction-Hammerfilm, ein 50er Science-Fiction-Hammerfilm. Und ja, in den 50ern hat Hammer ja, das war ja noch vor ihrer Phase, wo Frankenstein und Dracula und die Remakes der Universal-Horrorfilme so richtig in Mode kamen, haben sie ja durchaus einige Science-Fiction-Filme gemacht, ja zum Beispiel auch die Quatermass-Serie oder halt hier eben XX Unbekannt, im Englischen X the Unknown, und da wundert es mich auch, dass der deutsche Titel eigentlich eine recht treue Übersetzung war und dass man da nicht irgendwie wieder was komisch umgeändert hat. Von Anolis Entertainment in einem sehr, sehr schönen Cover. Es gab auch noch, es ist glaube ich Cover-Variante B, also es ist zumindest die alternative Cover-Variante. Es gab auch noch eine andere Cover-Variante. Aber ich fand beide sehr, sehr schön. Und ich habe mich dann letztendlich halt für dieses hier entschieden. Ich habe das ja auf der Filmbörse in Castrop-Rauxel für 25 € bekommen. Und auch wenn diese Cover-Variante hier eigentlich, also was man hier halt sieht, dass die ganze Stadt zerstört wird und dass halt da die Hochhäuser zusammenbrechen, das passiert im Film so nicht, aber ich finde es trotzdem sehr, sehr schön hier oben, auch mit diesem Schriftzug auf schwarzem Grund, XX Unbekannt, eine Hammer-Filmproduktion. Das sieht einfach sehr, sehr schön aus. Dann hier auf dem Spine das Ganze auch in simpler weißer Schrift und hier halt noch mit dem Anoles Hammer-Zeichen. Dann hier auf der Rückseite einige Filmszenen, wo eigentlich auch noch nicht das Monster bzw. die schwarze Masse zu sehen ist, sondern einfach die Schauspieler. Dann hier oben einmal eine kurze Zusammenfassung. Dann haben wir hier die technischen Daten. Das Ganze gibt es auf Deutsch und Englisch. Geht gerade mal auch nur 80 Minuten, ist also auch recht kurzweilig. Und wir haben ja auch wie immer einiges an Bonusmaterial an Bord, unter anderem ein Audiokommentar, zwei Audiokommentare sogar. Dann noch ja, so ein paar Futurettes, also The Man Who Made Hammer, britischer Kinotrailer und so weiter und so fort. Also haben wir auch wieder einiges an Bord. Das Ganze ist auch eine Blu-ray, also wir haben ja auch nur die Blu-ray. Genau, das hier ist das Alternativcover. Das ist auch eigentlich recht, ich kann das hier mal zeigen, das ist eigentlich ja recht gleich, wenn man sich das hier mal anguckt. Also es sind auch Leute, die ja, in einer Stadt stehen, die halt zusammenbricht, aber ich fand die Farbgebung hier halt recht schöner mit diesem roten Horizont, das fand ich so ein bisschen schöner. Als Backprint haben wir hier halt nichts, das kann man jetzt sicherlich kritisieren, aber das ist jetzt auch kein großes Problem. Und das Positive ist, wie immer, wir haben hier wirklich richtig, richtig, ein richtig dickes Mediabook-Anteil und bei Anolis zählt einfach der Inhalt. Wenn ich mir ein Mediabook von Anolis Entertainment hole, dann zahle ich nicht nur für die schöne Verpackung, die auch sehr, sehr gut gelungen ist, sondern auch für den Inhalt. Und der ist hier ja reichlich vorhanden. Ein wirklich dickes Booklet, wo sehr detailliert auf die Entstehungsgeschichte eingegangen wird. Wir haben hier, wie bei Anolis üblich, so die ganzen normalen Daten. Also die Besetzung, wer hat sich am Film beteiligt, deutsche Bearbeitung und so ein paar Basisdaten. Wann ist der Film denn überhaupt angelaufen und so weiter und so fort. Und dann, wie gesagt, es hätte auch übrigens ein Teil der Quatermass-Reihe sein sollen. Die bestand ja aus Schock, Feinde aus dem Nichts und das grüne Blut der Dämonen. Die ersten zwei kamen ja noch in den 50ern, der dritte kam, glaube ich, 1968 oder so. Das hier hätte halt der zweite Teil sein sollen, da wurde es allerdings nicht. Da würde eigentlich auch gut da reinpassen. Also es ist wirklich ein Film, der sich gut in die Quatermass-Serie eingliedern kann. Und hier wird halt sehr, sehr ausführlich auf die Bedeutung des Films, so wie der entstanden ist und so weiter, eingegangen. Und wer natürlich auch noch daran beteiligt war, einmal geschrieben von Dr. Rolf Gießen, der die Booklets sehr, sehr, sehr oft schreibt. Da haben wir auch noch schöne alternative Filmplakate aus anderen Ländern unter anderem. Und da auch noch geschrieben von Uwe Sommerlath. Und insgesamt kann ich sagen, die Ton- und Bildqualität des Films ist sehr, sehr gut. Und der Film hat mir auch gut gefallen und vom Mediabook für 25 €, wie ich es jetzt auf der Filmbörse gekauft habe. Ich glaube, online kann man gut und gerne noch für 30 € ergattern. Ist jetzt auch nicht selten oder so. Der ist ja auch noch gar nicht so alt, diese VÖ. Aber auch ist diese VÖ sehr, sehr gut gelungen, meiner Meinung nach. Top-Film, schönes Cover, guter Inhalt. Anolis hat hier mal wieder einen super Job gemacht und deswegen mag ich dieses Label so. Und wer Fan von Hammer ist, wer Fan von alten Schwarz-Weiß-Science-Fiction-Filmen ist oder vom alten Horror im Allgemeinen, der macht ja definitiv nichts falsch, wenn er sich dieses Mediabook in die Sammlung holt.
Ja, XX Unbekannt ist auf den ersten Blick ein ganz typischer Science-Fiction-Film der 50er Jahre. Denn auch hier geht es wieder, wer hätte es denken können, um die Atomkraft und ihre schrecklichen Folgen. Und diese werden hier auch ausgiebig wieder mit haarsträubenden pseudowissenschaftlichen Dialogen erklärt, soweit es zumindest überhaupt möglich ist. Aber das ist ja eigentlich auch nur nebensächlich. Da es um eine schwarze Masse geht, die aus dem Erdinneren kommt, hat man es mit einer Art Blob zu tun. Nur dass diese hier nicht die Menschen direkt aufnimmt und absorbiert, sie sondern verstrahlt und so verbrennt. Die Effekte sind dabei durchaus nett gelungen, auch wenn man durchaus etwas warten muss, um sie zu Gesicht zu bekommen. Aber wenn es da mal losgeht, dann sieht das alles eigentlich ganz schön aus. Nebenbei wird viel in überschaubaren Laboren geredet und diskutiert, aber dennoch fand ich den Film am Ende als durchaus unterhaltsames Werk der 50er Jahre. Und wenn man Hammer-Fan ist, sollte man ihn sich sowieso mal anschauen. Hier fehlen zwar die Stars, für die das Studio später berühmt wurde, wie etwa Christopher Lee, Peter Cushing oder Terence Fisher, aber es ist auch ein etwas anderes Hammerwerk aus seiner Frühzeit, das man halt gesehen haben sollte, wenn man sich die Filme von Hammer richtig anschauen möchte.